Aber immerhin konnte die Wehrmacht mit dieser Panzerabwehrkanone jetzt alle feindlichen Panzer sicher bekämpfen. Oder? Hallo liebe Freunde der Panzerei! Herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute möchte ich mich einmal mit der Frage befassen, warum eigentlich Panzerabwehrkanonen nach dem Zweiten Weltkrieg ziemlich aus der Mode gekommen sind. Um uns einem Teil der Antwort auf diese Frage zu nähern, dachte ich mir, schauen wir uns einmal die wichtigsten deutschen Panzerabwehrkanonen des Zweiten Weltkriegs genauer an. Um diese zu illustrieren, habe ich einige Videos im Deutschen Panzermuseum in Münster aufgenommen und ich werde auch noch ein paar Fotos und Grafiken aus anderen Quellen benutzen, die ihr unter dem Video findet. Das Ganze läuft jetzt so ab, dass wir uns erstmal die einzelnen deutschen Packs nacheinander einzeln anschauen und am Ende machen wir dann noch einen Vergleich und ziehen eine Schlussfolgerung. Mal sehen, was wir rausfinden. Los geht es am Anfang des Zweiten Weltkriegs mit der 3,7 cm Pack 35/36. Das war die Panzerabwehrkanone, mit der Nazi-Deutschland, mit der die Wehrmacht in den Zweiten Weltkrieg gezogen ist 1939. Diese Pack wurde in ihrer ersten Version bereits 1926 von Rheinmetall entwickelt. Später wurde sie von Holzrädern auf Gummibereifung umgestellt und bekam ein Panzerschild mit der Stärke von 5 mm. Dadurch war dann die Besatzung etwas geschützt vor Handwaffenbeschuss und Splittern. Das Gewicht der Serienversion betrug 450 kg. Die Besatzung bestand aus 5 Soldaten, das Rohr war 166 cm lang, die Gesamtlänge betrug 3,4 Meter, die Breite 1,65 Meter und das Geschütz war 1,17 Meter hoch. Diese Kanone war zu Beginn des Zweiten Weltkriegs durchaus noch in der Lage, mit den meisten feindlichen Panzern fertig zu werden. Aber auch schon da wurden Panzer wie zum Beispiel der Char B1, der französische Char B1 oder der britische Matilda II nicht gut durchschlagen, weil sie zu stark gepanzert waren. Als dann später im Krieg nach der Invasion der Sowjetunion neue feindliche Panzer auftauchten, wie zum Beispiel der sehr gut gepanzerte KV-1 oder auch der T-34, da reichte die Durchschlagsleistung dieses Geschützes einfach nicht mehr aus. Deswegen erhielt das Geschütz zu diesem Zeitpunkt auch den freundlichen Spitznamen Heeresanklopfgerät, weil nämlich mit dem Geschütz beim Gegner nicht mehr möglich war als ein etwas aggressives Klopf-Klopf an der Panzerung. Es musste also dringend aufgerüstet werden. Was macht man also, wenn man eine Panzerabwehrkanone mit einer höheren Durchschlagsleistung braucht? Nun, man erhöht den Rohrdurchmesser, man macht das Rohr länger und man besorgt sich eine stärkere Treibladung, die mehr Boom macht, damit das Geschoss schneller rausfliegt. Damit erreicht man, dass man ein hoffentlich schwereres oder wahrscheinlich schwereres Geschoss hat, weil größere Rohrdurchmesser, das mit mehr Energie, weil längeres Rohr, größere Treibladung aus dem Rohr hinausfliegt und aufgrund des größeren Gewichts diese Energie auch besser halten kann über eine größere Distanz. Somit kommt also das Geschoss wahrscheinlich mit mehr Energie bei der feindlichen Panzerung an und hat somit eine höhere Durchschlagsleistung. Diese oder ähnliche Überlegungen hat man sich auch damals in Deutschland gemacht. Das Ergebnis davon war die 5 cm Pack 38. Diese war bereits seit 1935 in der Entwicklung und ist dann ab 1940 so peu à peu eingeführt worden. Sie hatte, oh Wunder, einen Kaliber von 5 cm, sie wog 1000 kg, hatte ebenfalls eine Besatzung von 5 Mann, das Rohr war jetzt ungefähr 3 Meter lang und das Geschütz war 4,75 Meter lang, 1,83 Meter breit und hatte eine Höhe von 1,10 Meter. Wenn man sich das jetzt anguckt, diese Daten, fällt auf, dass das Rohr um 1,3 cm nur größer geworden ist, in Anführungsstrichen. Das klingt nicht nach viel. Aber im Vergleich zu 3,7 cm Pack ist das Geschütz auch mehr als doppelt so schwer und das Rohr ist fast doppelt so lang. Nur die für die Tarnung in der Feuerstellung sehr wichtige Höhe ist leicht abgesunken. Aber immerhin konnte die Wehrmacht mit dieser Panzerabwehrkanone jetzt alle feindlichen Panzer sicher bekämpfen. Oder?
Nein. Eine Zeit lang ja, aber nach einer Weile kam durch die Konfrontation mit den gut gepanzerten sowjetischen Typen wiederum, zum Beispiel KV-1 oder T-34, auch diese Panzerabwehrkanone, die stark verbessert war, an ihre Grenzen. Zwar konnte durch die Entwicklung eines Hartkerngeschosses mit einem Wolframkern die Durchschlagsleistung des 5 cm Geschützes nochmal deutlich verbessert werden, aber Wolfram war leider aus Sicht von Nazi-Deutschland eine dieser strategischen Ressourcen, von der ja einfach irgendwann nicht mehr genug vorhanden war. Und deswegen konnten auch nicht so viele Geschosse produziert werden, beziehungsweise dass die Ressourcen des Wolfram wurde woanders gebraucht. Und damit wurde die 5 cm PAK-38 als Panzerabwehrwaffe relativ nutzlos. Diese Situation und dieses Problem bringt uns nahtlos zur 7,5 cm PAK-40, dem nächsten großen Meilenstein in der Entwicklung der deutschen Panzerabwehrkanonen. Die Entwicklung dieses Geschützes hatte bereits 1938 begonnen, die Auslieferung an die Truppe startete aber erst im Februar 1942. An diesem Punkt wird es niemanden überraschen, dass das Geschütz einen Kaliber von 7,5 cm hatte. Das Gesamtgewicht betrug 1,5 Tonnen, die Besatzung bestand weiterhin aus 5 Mann und die Länge des Rohres lag bei etwa 3,45 m. Das Geschütz war 6,2 Meter lang, hatte eine Breite von 1,98 Meter und war 1,26 Meter hoch. Mit dieser Pack konnte bis zum Ende des Zweiten Weltkriegs fast jeder feindliche Panzer einigermaßen erfolgreich bekämpft werden. Aber die Gewichtszunahme des Geschützes führte dazu, dass es mit purer Muskelkraft eigentlich nicht mehr wirklich bewegt werden konnte. Das heißt, das Instellung gehen und aus der Stellung rausgehen hatte mit Hilfe eines Zugfahrzeugs normalerweise zu erfolgen. Das widersprach so ein bisschen der sehr mobilen Einsatzweise der deutschen Panzerjäger zu Beginn des Zweiten Weltkriegs, wo oft die Stellung und schnell die Stellung gewechselt wurde, damit der Feind das Geschütz nicht aufklären und bekämpfen konnte. Gerade auch ein Rückzug war dann oft nur möglich, wenn das Zugfahrzeug aus seiner Deckung zum Geschütz kam, das Geschütz, Entschuldigung, anhängte und dann wegfuhr. Das hieß natürlich auch wahrscheinlich oft, dass sich das Zugfahrzeug, das vielleicht auch ungepanzert ist, dem feindlichen Feuer aussetzen musste. Ein Problem, das gerade eben auch in der zweiten Phase des Krieges sehr stark zutage trat, denn tja, damals war die Wehrmacht eben wirklich nur noch im Rückwärtsgang unterwegs. Hinzu kam noch, dass die 7,5 cm Pack bei der Bekämpfung der dann zum Ende des Krieges neueren feindlichen Modelle so langsam ihre Probleme bekam. Zur Lösung des eben genannten Durchschlagsproblems wurde ab 1943 die 8,8 cm PAK 43/41 produziert. Diese war aus einem Vorschlag der Firma Krupp für ein Luftabwehrgeschütz abgeleitet worden. Die Originalausführung dieser PAK, die PAK nur 43 ohne das 41, war auf einer Kreuzlafette montiert und hatte einen anderen Verschluss. Beides führte aber wohl zu Produktionsproblemen und deswegen wurde eine vereinfachte Notlösungsversion, die PAK 43/41, ersonnen. Diese hatte eine klassische Spreizlafette und einen einfacheren Verschluss. Bei dem Exponat im DPM, was Sie jetzt hier sehen sollten, fehlen das Schild und die Holme. Die exzellente Durchschlagsleistung dieser Kanone musste allerdings mit einigen Nachteilen erkauft werden. So wog das Geschütz 4,38 Tonnen. Es war 9,1 Meter lang und 2,5 Meter breit sowie fast 2 Meter hoch. Damit war die PAK 43/41 nur etwas über 40 Zentimeter kürzer, kleiner als die berühmt-berüchtigte 8,8 cm Flugabwehrkanone, die mit 2,42 m im Buche steht. Deswegen erhielt die PAK 43/41 auch den Spitznamen Scheunentor. Das Rohr war über 6 Meter lang, also fast doppelt so lang wie die beiden vorangegangenen, Entschuldigung, PAK-Typen.
Immerhin blieb es bei einer Besatzung von 5 Soldaten. Aber bei dem Gewicht, was ich gerade genannt habe, was nochmal deutlich über dem der anderen Panzerabwehrkanonen lag, waren die Zeiten der Verlegung des Geschützes über irgendwelche längeren Distanzen oder auch kürzeren Distanzen ohne Zuhilfenahme eines Fahrzeuges definitiv vorbei, eines Zugfahrzeuges. Das Geschütz war einfach viel zu schwer geworden, um es mit Muskelkraft wirklich bewegen zu können. Gleichzeitig hatte sich die Gefährdung des Geschützes in der Feuerstellung durch seine schiere Größe deutlich erhöht. Und eben auch dadurch, dass ja die taktische Mobilität, wie ich vorhin schon erläutert habe, abgesunken war. Der Gegner konnte das Geschütz einfacher aufklären und eben auch einfacher bekämpfen, weil es größer war. Das muss nicht heißen, dass ein Geschütz mit dieser Größe gar nicht erfolgreich sein konnte oder nicht vielleicht auch seinen Platz irgendwo in der Bewaffnung der Wehrmacht hatte. Denn die schon erwähnte 8,8 cm Flugabwehrkanone, die berüchtigte 8,8, war ja schon den ganzen Krieg lang schwer zu bewegen und sehr groß gewesen und hatte trotzdem einige Erfolge erzielt. Dennoch wurden solche Geschütze im Mittel immer unpraktischer. Und die Entwicklung der Panzerung hat 1945 ja nicht aufgehört. Nach dem Zweiten Weltkrieg war man schnell dabei, dass man Geschütze brauchte, die 10 cm, 10,5 cm bis heute 12 cm Rohrdurchmesser haben mussten und somit auch als Ganzes immer größer wurden. Was dann eben auch zu größeren Packs geführt hätte oder geführt hat, wie zum Beispiel bei der 100 mm MT-12 Panzerabwehrkanone, wie sie zum Beispiel auch bei der NVA eingeführt war. Um das ganze Thema nochmal abschließend zusammenzufassen, kann man sagen, dass die deutschen Panzerabwehrkanonen im Zweiten Weltkrieg sich vom Kaliber her mehr als verdoppelt haben, die Rohrlänge ist fast viermal so lang geworden, in der Höhe gab es einen Anstieg von 1,10 Meter ungefähr auf fast 2 Meter und beim Gewicht einen Anstieg um den Faktor 10. Aufgrund all dieser Daten würde ich argumentieren, würde ich sagen, dass einer der Faktoren, warum Panzerabwehrkanonen nach dem Zweiten Weltkrieg weitestgehend aus der Mode gekommen sind, ist, dass sie durch ihr Gewicht und durch ihre schiere Größe einfach zu unhaltlich wurden und auch somit mehr gefährdet waren auf dem Gefechtsfeld. Das ist nicht der einzige Grund und vielleicht auch nicht der wichtigste Grund. Aber um andere Gründe und andere Punkte kümmern wir uns ein andermal. Wenn euch die Videoschnipsel in diesem Video mit Aufnahmen aus dem Deutschen Panzermuseum in Munster gefallen haben, dann schaut euch doch mal mein Video mit einem kompletten Rundgang durch die Ausstellung des Deutschen Panzermuseums in Munster an. Ich werde das hier unten verlinken. Oder ihr interessiert euch für Panzer insgesamt und deswegen auch für Bücher über Panzer, dann habe ich eine Playlist mit meinen Buchrezensionen zu den Büchern des Panzerkanons des Deutschen Panzermuseums. Und die werde ich euch auch hier unten verlinken. Vielleicht interessiert euch das auch. Vielen Dank fürs Zuschauen. Schreibt mir doch gerne einen Kommentar unter das Video und sagt mir, was ihr von meinem Video haltet und auch was ihr denkt, was weitere Gründe dafür sind, dass es heute keine Panzerabwehrkanonen mehr auf dem Gefechtsfeld gibt. Bis zum nächsten Mal. Macht euch einen schönen Tag. Tschüss.